Moin Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen ganz besonderen Video. Und zwar möchte ich euch heute die Wondershare Video Converter Software vorstellen. Ich wurde angefragt von denen und ja klar, es handelt sich hierbei um eine Produktplatzierung. Das heißt, Achtung, hier großes Schild einblenden und so weiter oder auch ganz klein unten rechts. Aber ich wurde gefragt, ob ich einen ehrlichen Test machen möchte und genau das habe ich natürlich auch gemacht. Ihr seht hier also die Webseite von ihnen und meinen kleinen Windows-Dingens hier. Und ja, was ich tatsächlich bekommen habe von ihnen ist eine Lizenz, das heißt, ich habe das Ganze schon quasi als hätte ich es gekauft, voll cool eigentlich. Und ja, was das Ganze ist, es ist ein Videokonverter, der in über 1000 Formate konvertieren kann und das Ganze bearbeiten kann und dann sogar noch brennen kann und ein Downloader ist es auch noch gleich und dann könnt ihr es sogar noch übertragen auf ein anderes System, das heißt, ein anderes System im Sinne von eure Mobilgeräte, Handys, Tablets, was auch immer, Smartwatches, die mittlerweile ja auch schon fast Videos abspielen können, genau. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Link ist natürlich in der Videobeschreibung, wie immer. Und ja, hier könnt ihr sogar Kleinigkeiten bearbeiten, das heißt sowas wie croppen oder sowas, also zusammenschneiden, ihr könnt Effekte einfügen und ich möchte euch das Ganze am besten einfach mal zeigen. Das hier ist im Endeffekt die, ja, die Webseite und das ist die Software. Eigentlich ziemlich auch anschaulich gemacht hier, also hübsch und so und ja, es ist vor allem ein möglichst schneller Videokonverter, das ist sozusagen das Hauptmerkmal. Es gibt ja auch kostenlose Alternativen, aber die sind allesamt nicht ganz so schnell und haben natürlich auch nicht ganz so viele Funktionen. So, und ja, es geht darum, ich habe jetzt hier einfach mal ein Video von mir genommen, das kann ich jetzt hier kopieren, aufgenommen in 120x1080, geht 25 Minuten, hat circa 60 Megabyte und ist ein MP4. Jetzt kann ich hierher gehen und kann das ganze Ding natürlich abspielen, ich kann es aber auch zusammenschnippeln oder trimmen, das heißt, ich kann einfach sagen, ich möchte nicht alles haben, sondern ich möchte einfach nur einen Teil haben oder ich möchte doch alles haben. Ziemlich komfortabel eigentlich und ich kann es auch in eine Datei zusammenfügen am Ende. Ich kann auch hier einzelne Schnitte machen, das heißt, ich kann hier zum Beispiel einen Schnitt machen, hier einen Schnitt machen und dann dieses Segment hier ja, im Endeffekt zusammentrimmen und dann wird das Ganze automatisch für euch zusammengerückt, sage ich jetzt mal. Und ja, dann speichern wir das einfach mal so und dann bekommen wir hier plötzlich drei Segmente, weil ich jetzt eben gerade nicht gesagt habe, ich möchte das in einer Datei zusammenführen. Ich kann es natürlich auch in einer Datei zusammenführen, aber in dem Fall habe ich jetzt halt nicht darauf geklickt, also lassen wir es. So, und ja, jetzt kann ich natürlich hierher gehen und kann für mich einen Codec auswählen. Das bedeutet, was für ein Format möchte ich haben. Für YouTube eignet sich am besten der Codec H264 und für Audio AAC ist auch ganz gut. Das ist jetzt in dem Fall auch sehr, sehr ähnlich mit dem, was ich aufgenommen habe. Ich habe das natürlich schon für YouTube soweit so aufgenommen, dass es direkt so war, wie ich es gebraucht habe. Aber ihr könnt das Ganze natürlich hier auch noch verändern. Also ihr habt hier unglaublich viele Auswahl. Das wäre jetzt im MP4-Container drin. Das wäre jetzt MOV. Das ist eigentlich schon mittlerweile nicht mehr so weit verbreitet. MKV ist eigentlich früher vor allem recht weit verbreitet gewesen. AVI, hier auch sehr, sehr viele verschiedene Codecs zur Auswahl. XFIT. Und dann Sachen, die ich nicht mal hier komplett kenne. Dann WMV ist natürlich auch dabei. Sehr, sehr viele verschiedene Dinge. Also ihr seht hier, wie viele wir hier haben. Und dann auch noch speziell Formate, die für YouTube zugeschnitten sind. Hier kann ich einfach jetzt HD auswählen. Und dann habe ich hier direkt alles, was ich brauche. Und natürlich sogar eine Zielgröße. Das heißt, wie groß wird das Ganze später? Genau, und dann habe ich hier vielleicht auch noch die Möglichkeit, einen Untertitel hinzuzufügen. Den kann ich auswählen. Klar, Supported Untertitel sind SRT, ASS und SSA. Und ja, dann klicke ich jetzt einfach mal kurz auf Konvertieren. Beachtet bitte, dass das ganze Ding bei mir in einer virtuellen Maschine ist und ich nebenher auch noch aufnehme. Das heißt, die Leistung von mir ist tatsächlich nicht so stark hier in der virtuellen Maschine. Die habe ich stark beschränkt. Aber ja, ihr seht, das Ganze ist hier schon sehr, sehr schnell, vor allem dafür, dass es in der virtuellen Maschine ist. Und dann wird das Ganze gespeichert und wir finden das nachher hier unter Konvertiert. So, gleichzeitig habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit, ich kann hier Sachen runterladen. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein YouTube-Video von mir habe, kann ich hier einfach die URL einfügen oder ich kann sogar ein Video aufnehmen und kann das dann direkt runterladen. Ich kann hier Dinge brennen auf eine DVD oder ja, sozusagen, was ich machen möchte. Auf eine ISO kann ich auch brennen. Ich kann auch Daten übertragen auf ein Mobilgerät. Das heißt, hier sehen wir, was für Geräte unterstützt sind. iPhone, iPad, iPad Touch, iOS 5, Android ab 2.2, Camcorder, Flashdisk und Wechselfestplatte. Und dann habe ich hier noch die Möglichkeit, die Toolbox zu benutzen. Das heißt, Videometadaten reparieren, ein Video in VR zu konvertieren, natürlich
also dass man den Kopf und so weiter drehen kann und dann auf den Fernseher und ja, ich kann hier sogar GIFs automatisch machen und ich kann auch meinen Desktop aufnehmen und das ist natürlich ein super Feature auch für mich, was ich jetzt dann demnächst auch mal noch benutzen werde. Ja, ich bin gespannt, wie das Ganze dann noch so weiter sich schlägt, aber bislang bin ich wirklich sehr positiv davon überrascht. Und ja, wie gesagt, der Link ist in der Beschreibung und wir hören uns dann eigentlich schon wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.